Moinsen Leute, die zweite Aufnahme vom King of Spandau ist leider auch im Arsch, deswegen gibt's heute wieder eine andere Version, aber keine Analyse von mir, sondern ich habe einfach mal den Cast von Karl und Eis zusammengeschnitten und ja, zu so einer Art Highlight-Video formatiert. Geht nur 7-8 Minuten, ist ein bisschen knackiger und mich würde mal interessieren, was für ein King of Spandau oder Spandau Inferno Format generell euch am besten gefällt. Wollt ihr eher die ganzen Gameplays haben, beziehungsweise guckt ihr lieber die ganzen Gameplays, die Analysen oder eben das heutige Highlight? Schreibt das mal rein, würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht kann ich ja dann in Zukunft, auch wenn die Aufnahmen nicht kaputt sind, vielleicht ein bisschen variieren. Aber jetzt erstmal viel Spaß. Spandauer Inferno-Alarm! Meine Damen und Herren, die zweite Partie zwischen dem Spandauer Inferno und Praise the Superduck. 1:0 steht es für Praise the Superduck, die jetzt natürlich, wie auf der Anzeige in wenigen Minuten richtig zu erkennen ist, 1:0 führen. Und es war halt echt keine eindeutige Sache, sondern es war ein großes Hin und Her für beide. Mehrmals hat der Favorit in diesem Spiel die Seiten gewechselt. Aber letztendlich waren sie halt zum Ende ein bisschen besser dort mit dabei. Konnten das Ganze in einem atemberaubenden Turnaround nochmal umdrehen. Ja, das Spandauer Inferno hat sehr lange sehr gut ausgesehen. Und jetzt heißt es sich für Unlucky Me zu beweisen. Der neue Jungler des Spandauer Infernos. Ja, ich denke, er wird in der Pause gerade vom Captain nochmal ordentlich einen eingeheizt bekommen haben. Ich hab's hier, wir haben es ja hier gehört. Das erste Game, das wirklich verloren gegangen ist. Wir haben es ja gehört, weil das Studio von Max ist ja quasi ein Stockwerk unter uns. Und da hat man laute Schläge gehört, die wohl, so wie ich bin ja großer Fachmann im Bereich der Schlagidentifizierung und es hat sich, das Klatschen hat sich so angehört, als ob es in der Nackengegend gelandet wäre. Gute Nackenschelle. Die Spandauer Schelle, die berühmte. Die Spandauer Überschalldisziplinsschelle. Der Captain weiß ja natürlich zu helfen, um seine Crew wieder auf Kurs zu bringen. In dem Fall halt kennt er sich natürlich am besten im Fachgebiet Jungle aus. Und da muss er halt Swain besonders viel Wert drauf legen, da eine Passive, die ihm den Last Set Mana wiedergibt. Mana Sustain ohne geht's halt wirklich nicht. Oh, die Bubble. Das war nicht schön gemacht. Jetzt muss die Q. Oh. Schmeiß doch die Q auf Gragas hier. Ganz großes Turnaround von Spandauer Inferno. 4 Leute. Morgana ist ebenfalls zur Stelle. Jetzt wird allerdings auf ihn kollapsed. Oh, der Q hat getroffen auf Esel. Aber Lee Sin geht nicht ganz reich. Unlucky, der hält sich da noch ein bisschen zurück. Hat noch Leben, aber kein Mana mehr. Oh, jetzt schön gemacht. Ari Level 5, Morgana Level 7. Oh, das sieht gut aus, Johnny! Der wird doch angezündet! Der Turmschuss wird ihn aber auch noch killen. Schade, aber das First Blood. Er kriegt da ein bisschen mehr Gold. Johnny ist jetzt auch dabei, langsam reingedrückt zu werden. Ari halt ihren ersten Backport hatte. Und vor allen Dingen ihren Q halt in Richtung Stufe 3, Stufe 4 vor allen Dingen bringt. Sie ist halt auch in der Lage, auch selber schnell zu pushen und bringt natürlich auch Sustain mit. Aber sie hat dann kein Ultimate mehr! Das war wie im Bilderbuche. Der kickt direkt in Johnnys Binding rein und damit auch keine Chance, das Ganze zu überleben. Klar, Kuchi, der gibt sich ja immer Speed, man will die Ash haben, die Verbindung ist da und sie wird geflasht. Vernünftig. Trotzdem, gute Aktion, man hat den Knallzapfen dort gut ausgenutzt, hat den Flash bekommen, unten für nichts. Ja, das ist der ganz große Vorteil, ansonsten wäre das hier nämlich in eine Trap von Caitlyn gekommen. Das ist bloß die Frage, ob man es jetzt ausnutzen kann, ich kann mich an die Zeit erinnern, da war die gegnerische Botlane auch komplett summonerlos und trotzdem hat man keinen Kill dort kriegen können. Ja, das ist korrekt. Grundsätzlich sieht es aber ganz stiekel aus. 20 CS Vorsprung ist schon was, worauf man sich was einbilden kann. Ne, Sula, das machst du ganz toll hier. Das macht den Juden, den Jungen. Oh, schön. Mit dem Teleport. Der Kick trifft hier nicht ganz den Esel. Der versucht sich da noch ein bisschen zu wehren. Aber da kommt noch ein Swain mit rein und der ist tanky. Gibt ihn da einfach gut mit. Schöner Tower Dive hier. Perfekt ausgeführt. Mit der Ward, die man dort platziert hat. Und dem TP-Vorteil. Sehr, sehr gut gemacht. Ah, schöner Black Shield. Nichts ist da zu holen. Jetzt sogar nochmal. Wie heißt das Ding von Swain? Nimmermehr oder so ähnlich? Keine Ahnung, Alter. Dieses Gefängnis, ich hab's mir neulich erst erzählen lassen. Ich dachte Nimmermehr. Oh, das war gut. Stirbt er dann dort einfach von Swain. Oh, Kevin ist halt super stark gerade. Hat seinen Rodman bereits fertiggestellt. Ari wird hier nochmal gegen die Wand gekickt. Oh, das war nice. Binding oben, Binding unten. Eins muss sie treffen. Johnny hier mit der Predictions. Spandauer Inferno jetzt auf dem besten Weg. Oh, der nächste Drache ist auch hier im Infernal Break. Natürlich echt nice. Ah, Gragas zu sehen. Oh, das war nice gemacht. Ash hochgeworfen. Die dann einfach catch. Aber die Welle von Nami, die sitzt hier perfekt. Alle drei. Und einmal hochgesteuert. Jetzt das Barrel.
Die Bubble hat auch gut gesessen, aber Kevin überlebt alles. Und jetzt kann er sich gegenheilen. Das sieht gut aus. Der überlebt das. Der überlebt das sehr, sehr lange und stirbt hier nicht mehr. Er läuft daher, da ist er nochmal. Kevin ist ein verdammtes Monster. Ja. Mori ist nicht nur ein kundiger Linguist, sondern auch ein scharfer Züngler. Mori? Alles klar. Wow, die Nah-Ultimate. 5 Mann erwischt, der Knock auf die Melle. Oh mein Gott, die Bubble auf 4 Mann. Spandau Inferno wird Opfer einer Wombo-Kombo. Aber kann das Ganze aufgrund ihrer Goldvorteile mal rumreißen. Das, oh wow, da bin ich ja fast gekommen. Das war ja richtig sahnig, der Play. Wenn da noch Schaden da gewesen wäre, na Gnade Gott dem Spandau Inferno. Aber der war ihn auf jeden Fall nochmal gütig. Holy Moly. Nah ist in mega Nah Form, der ist geteleportet. Guckt jetzt für eine weitere 5-Mann-Ultimate. Ja, er tut es. Ja, dreimal bekommt er. Oh. Ah, smite-sicher. Oh, sehr smite-sicher. Spandau Inferno, wie eh und je. Im Smite-Spielchen macht ihm keiner was vor. Spandau Inferno nach 23 Minuten, 4 zu 15 in Kills. 12.000 Gold vorne. Und die reißen hier die Mitte ein. Kevin mit einer absolut wahnsinnigen Performance auf Swain. Das ist krass, er war halt im letzten Spiel auch schon der Ultra Carry mit Renekton. Ja. Also er hält Spandau Inferno wirklich hier ganz, ganz weit vorne. Diesmal natürlich auch ein bisschen weniger Solo unterwegs, dafür ein bisschen mehr Group. Ich auch dadurch, dass man sehr schnell weit nach vorne kommt. Das soll es gewesen sein. Der gute Nah, der kommt hier einfach ins Binding und wird halt Chain CC'd. Der Turm somit auch Geschichte. Immer noch unlucky, der sich in der Flanke aufhält für einen möglichen Kickversuch. Also auch das muss man respektieren. Und er übt halt damit schon geistigen Druck auf die Gegner aus, weil sie wissen, es könnte halt was kommen, auch wenn noch nichts kommt. Ja. Oh, man kriegt Swain, aber ist das derjenige, den man hier haben will? Kriegt man ihn tot? Nein, man kriegt ihn nicht tot! Oh, das hat doch gereicht, der Q von Ari. Da ist der True Damage und der geht durch. Das war nochmal gut gezielt. Das war sehr, sehr knapp. Da wirklich hätte der Spell nicht gereicht und es war auch knapp mit dem Schaden. Dann hätte man den Kill nicht bekommen. Oh, aber Lucky, nee, der kennt halt gar keine, der kennt überhaupt nichts mehr. Oh, oh, der Kick mit dem Insekt, nice! Perfekt serviert das Ganze, Johnny mit dem Ultimate Overkill. Aber es spielt keine Rolle, tot ist tot. Und damit die Ash erstmal nicht mehr vorhanden. Oh, guck mal, dann haben wir, da kommen die saftigen Supervasallen. Oh, der Crit von Sola fliegt nochmal hinterher. Jetzt mal an den Türmen dran, das sieht gut aus! Spandau Inferno auf dem besten Wege, sich in den Ausgleich zu holen. Türme sind weg, Naxos liegt offen und dieser Nexus, der wird natürlich nicht lange standhalten können. Kevin, der will nochmal hier ins Bild mit rein, portet nochmal durch, aber das war's. 1:1 steht für Spandau Inferno und die können sich hier wirklich in einem sehr souveränen und sehr klaren Sieg dort den Ausgleich holen.